Oi, Moschee, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer Folge Backenkissen. Da frage ich mir Hühnchen Arsch und ich habe die Begrüßung nicht verkackt. Ja, bevor wir den Hühnchen Arsch schieben vor den Ofen. Okay, jetzt habe ich sie verkackt. Naja, gut, jedenfalls, bevor wir den Ofen Hühnchen Arsch schieben, werden wir hier erstmal den Klangkrieg aufnehmen. Diesmal, Leute, werde ich es endlich geschissen bekommen, Live-Angriffe aufzunehmen. Also, ich hoffe es zumindest. So, der beginnt in 10 Minuten und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. So, Leute, der CW läuft jetzt und der Manny will hart angreifen. Dann gucken wir mal, was er so zustande bekommt. Der Manny ist die 7, oder? Ja, ich hab's. Oh, der Kampftag. Okay, heute wieder. Oh, die wird mir vorhin so. Ich hörte wieder eingespielte Musik. So, dann gucken wir mal, was der Manny da schaffen kann. Yo. Ich gibt's ja schon. Ja gut, wenn ihm die 5 holen wird, das sieht mir aber sehr nach einem guten Omen aus. So, na gut, schafft der Tree ist er. Wenn nicht, dann wär's richtig peinlich, weil die ist ein Rathaus unter ihm. Wobei meine. Oh. Ja, dann geben wir noch ein Packer, dann dauert es jetzt eben etwas länger, bis wir angreifen können. Ja, ich kann ja auch einfach nehmen. So, er taggt. Oh, und bei uns wird auch schon direkt angegriffen. Warte. So, bei uns wird angegriffen. Das will ich auch filmen. So, hoffentlich. Ne, er ist schon im Angriff, scheiße. Ja gut, dann gucken wir uns seinen Angriff an. Das hat Vorrang. Dann können wir uns nachher dort die Wiederholung ansehen. So. Dann wird die Klammer gelockt, Alter. Boah! Tja! Das, was ist das für ein Trick? So, komm, Andy. Ah, das war der falsche Zauber. Schaden dran, wenn er dann mehr geschafft. Aber gut, das reicht auch. Ah, der hat schon zu viele Magier eingesetzt. So. Aber gut, bei Drachen, vor allem bei Drachen Level 5, da wissen wir schon. Kackkohle. Da wissen wir schon, lieber man setzt einen Drachen zu viel ein, als man setzt einen Drachen zu wenig ein. Drachen. Ich glaube, der Typ, der die Base gebaut hat, konnte die Zukunft sehen. Och nee. Ja gut, komm, Mandy. Schaffst du. Vielleicht kommt hoffentlich auch der eine Golem runter. Dann falsch gesetzt. Aber gut, es wird auf jeden Fall ein Booster. So. Komm, Mandy, dann schaffst du. Ja, oh Gott, hört nicht so bitte. Ja, der Golem ist da oben bald fertig mit dem Herumschocken. Dann kommt er auch mal. So, perfekt, Pegasus und Golem sinken gerade alles. Das sind die drei Magier, die sind gerade der Chor des Angriffs, die sind recht gut geschützt. Also das kann auch ein Twister werden, der Theorie. Ja komm, macht dann doch dort perfekt. So, und jetzt sollte abgesehen von dem Magier-Team eigentlich nichts mehr gefährlich werden können für die breite Masse. Und alles andere wird der easy getankt, glaube ich. Wobei, dort ist mein Level 3 Packer, der ist jetzt gleich tot. Och man, da haben so viele Leute die Angriffe gleichzeitig gemacht, aber das ist kein Problem. So, wir können ja so tun, als wäre es jetzt live, dann spielen wir. Spielen Fail. So, dann gucken wir mal. So, er hat auch ein Booster gemacht. Das ist aber kein Problem. Hier, sein Nummer ist etwas low, aber... Jo. Booster ist hier vor allem bei den oberen drei immer normal. Okay, okay. So. So, wie heißt der? Oder... Ah ja, ich sehe auch schon, woran es gescheitert ist. Hat sein König aus Versehen zuvor gezündet. Vor allem bei Just Dragon macht der König auch nicht so viel aus. Aber gut, schade. Na gut, solche Vertipper passieren halt manchmal. Solche Vertipper passieren jedem manchmal, also von daher. Selbst wenn er den Tubster geschafft, das ist bei Nummer 1 bis 4 immer gut. Wenn es ehrlich ist, dann ich weiß nicht, ob ich nachher bei meiner Freundin den Tubster schaffe. Da muss ich mal gucken. Wenn
die Erdbebenzauber richtig hart reinhauen, dann wird schon gehen. Ja gut, ich stell's jetzt mal unter Zeitraffer, auch wenn ich das jetzt eigentlich nicht wollte, weil wir... Ja, deswegen ist nicht so spannend. So. Ah, der Fracky! Fracky, go for it! Kill that enemy! Da. Hier und immer die Lampe. Außer der Meliger zu machen. Da. Treibt das Ager meiner Go mit meinem Go-Wipe-Set ab. Ah, bitter. Na gut, wenigstens waren da keine Mages. Ja komm, Frank, go for it. So, sobald die Minenwerfer kaputt sind, ist schon mal eines der gefährlichsten Sachen für die Magier weg. Das ist auch gut so, Leute, wie gut. So, da kommt der Magier ist auch noch weg. Na gut, der eine Magier schafft das nicht mehr. So. Komm. Jetzt aber. Das ist der seine dieser Chance ist gerade hart genug, Leute. Aha. Die Magier wurde gefickt. So, so richtig hat mir drin. Stimmt. Er hat Queen Level 5. Er konnte ja noch mal heilen. So, aber gut, ist ein Two-Star. Komm, wenn du den Magierturm jetzt tötest, dann hast du den Magierturm getötet. Schade. Ja gut, der hat ja aber auch eine sehr breite Base. So. So, komm her. Booster reicht noch. So, irgendwer kämpft hier gerade irgendwo. Da! Der Jens greift an. Der andere Jens. Der andere Jens. Der hat wieder denselben Fehler gemacht wie beim letzten Mal. Jo, komm her. Der Jens. Dude. Da, shit. So. Ja gut, der Jens macht irgendwie mal den Fehler, dass er Klamburg nicht zuerst zerstört. So, und jetzt sind wir noch in der Schule gestern, gesagt. Oh! Ach du Scheiße, wie viele Blitzzauber in der Mitte dabei gab. Ja gut, sieht aber nicht nach Booster aus. Ja, das muss ich nachher eventuell nochmal rauspupsen. Weil mir es geschrieben wird, aber der eh nicht. Jo, komm, er ist mit. Den Tüster sogar. Ja, wer kommt denn schon mehr hin? So, krass, hier ist der Hai. Hier oben. Nee, wo? Hä? Auf der anderen Seite, genau. Dann, oh, der letzte Ping wird jetzt angegriffen. Der Fracky ist zweite Count. Ja, der wurde auch getoastart. Das hier ist erst das Fundament. Alles ist durchgeplant. So, dann
Gegner und wir haben gerade gleich viele Sterne pro Angriff. Das ist noch was recht Gutes, aber wir müssen es dann so langsam schaffen, die Überhand zu gewinnen. Wenn ich mit Project NoDev jetzt einen 3-Star bekomme, da haben wir dem Gegner gegenüber auf jeden Fall schon mal einen Vorteil. So, hier NoDev besuchen. Dann gehen wir mal. Hat er schon. Ja, 40 von 140 von 140. So. Ich hole mal gerade einen Schluck Wasser weg. So, dann Defi. Gucken wir mal. Ihr habt ihn ja schon öfters in ein paar Angriffen gesehen, dass jetzt das erste Mal, dass er mich hiermit sieht, wie ich lang live ergreife. Und ja, das dürft ihr jetzt auch als eine Folge von Project NoDev sehen. Hier meine Armee ist bald auch Max. Hier ist tun gerade noch die beiden restlichen Armeelager upgraden und dann fehlen noch zwei Kasernen. Aber die sind so irrelevant eigentlich, über die können wir hinweggucken bei so einem Ausschlussverfahren. So, dann gucken wir mal. So, dann, wie sieht's mit meiner Klarburg aus? Was ist da drin? Zwei Riesen, okay, Anfragen. So, bitte zwei weitere Riesen. So. Sehen wir, was ich kriegen kann. Wir haben gerade gleich viele Sterne pro Angriff. Komme der Gegner. Das muss sich jetzt ändern. So. Und nein, komm her, Fracky, komm her. Die gehört mir. So. Dann. Oh. Okay, gut. Dann mal hier ein Live-Angriff. Ah, ich werde schon mal einen Angriff. Mal sehen, wie das aussehen wird. Jo, meine einzigsten beiden Verteidigungen sind weg. Jo, Leute, als ihr seht, der Typ hat sich wirklich vorbereitet. Ne, ich glaube, da habe ich keine Chance mehr. Also meine Base hat zwar ihr Bestes gegeben, aber ja, schade. Schade, schade. Das hätte noch was werden können. Von der Nummer 9. Das ist so eine Verschwendung. Aber gut, ich dürfte eigentlich auch mehr Loot geben als der Fracky. Oh, mir wird sogar die Nummer 9 empfohlen. Ja, komm, ich spiel mal rein. Was hat das denn so? So, den könnte ich eigentlich genauso gut machen. Saves vor Riesen. Perfektes Englisch, Leute. Dann, Project NoDev wird. Ach so scheiße, wie lange braucht er denn bitte für mich? Bei der neuen rein. Was hat er für eine Klammer? Hat er schon? Nee. Jo. Jo. Komm, komm her. Ich mache. Wenn du die 10 verkackst, dann merke ich mir aus. So. Dann muss ich noch gerade gucken. Habe ich auch noch alle. Zauber. Meine neue Base ist hier so unübersichtlich. What the fuck? So, ja, ich habe alle Zauber. Dann. Let's go! So, erstmal noch spielen. So, wie machen wir den Angriff? Gehen wir von der Magierturmseite rein. Als ich wieder schon zu Jahr tendieren, weil von dort tue ich ja eh die Klammerung zerstören. Hier drumherum noch was. Da unten hat der ein N. Das ist eine perfekte Mauerverschwendung, Leute. Jo. Dann gucken wir mal, was raus wird. Dann. 16 Riesen und. Das wird witzig. 17. Hiervon sollte eigentlich reichen, glaube ich, oder?
und genießt ihr schon die Goldaholic Musik. Ja, da sind die schon gestorben. Ja, da sind sie noch durchgekommen. Perfekt. Dann dort noch. Und jetzt noch einen Heilzauber her. Und dann sind sich hier mal die Magier. So, wenn dort die Werfer und alles weg ist, dann soll es eigentlich noch was werden können. Mal Team da Viecher zu setzen. Ah, schade, ich konnte nicht alle Massen vernichten und zerstören. Dafür ist jetzt einfach nicht gereicht. Gut, mal gucken, da kommen schon die Mages, die werden dann alles. Das sieht aber hier hart mit dem einen Stern. So. Ja, so viel dazu. Da hat der No-Dev verkackt. So, jetzt kommen wir ab jetzt gehört die 10 in der hier. Attack. 4 neuen Potsies und ein wenig Rathaus. Ah, jetzt sind noch die Zähne im Polen. Jetzt wieder Everything Ugly. Na gut, der Account hier ist bald sowieso Max TH 6 Army. Dann geht auch der 7 hinaus. So. 2 Wallbreaker, 2 Wallbreaker, 2 Wallbreaker. Na gut, ich glaube, hier hätte ich hier, so wie man gegriffen, also mit meiner Farmstrategie hätte ich glaube ich mehr erreichen können. So. Dann für den Account heißt es jetzt wieder warten. Und dann kann ich mal bis nachher wieder drauf kommen. Bis gleich. So Leute, ich habe mir gerade den Packer, nee, die beiden Packers gejammt und dann gucken wir uns mal den Gegner an. So. Gott. In Level 100 hat. Das sind sowas hart. Okay, die sind egal, denn ich würde sagen, ich hätte den Erdbeben-Zauber. Ja. Ich wollte den Erdbeben-Zauber am besten setzen. Ich würde sagen, hier dieser Richtung irgendwo. Dann kann ich von dort auch direkt die Clan-Buch blocken und dann auch ins Gesamtbuch teilen. Ja, kann ich dort auch direkt die Schwingen nehmen, weil die gehen. Okay, gut. Boah, ich zitter gerade. Ich werde einen Schluck Wasser trinken und dann werde ich mal versuchen, mein Bestes zu geben. Wobei, wenn ich den Mauerbrecher-Zauber, also hier den Serpium-Zauber hinsetze, dann sollte ich hier eigentlich überall darauf zugreifen können. Deshalb wäre auch so gut down. Ah, schmelzt sich selbst, ist gut. Da muss ich nicht splashen. So. Dann geben wir unser Bestes, Leute. Haben wir alles? Jo, everything is okay. No. So, bum bum bum. Ausgezeichnet. So, dann. Ja. Da haben wir auch schon die Klamburg gelobt. Ja, das ist glaube ich mal die Bedeutung von Okri. So. Komm, jetzt choppen wir. Wenn wir das nicht packen, Leute, dann haben wir es nicht gepackt. Komm. Jetzt hier den Gifty. Gifty, 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 Gifty. Poisonous. Poisonous. 3 und noch ein 4. Denn jetzt hier bam. Ah.
falsch gespielt. Na gut, die ziehen aber auf jeden Fall hier. So, komm, dann nehmen wir schon mal den Haney. Und dann sind hier schon mal zwei Packers. Perfekt. Und jetzt noch Zeit für Team und für Team. Dann setzen wir auch noch den Amina. Dann setzen wir auch auf den dritten Packer. Und hier kommt jetzt der Uchi. So, und dann verschwenden wir nochmal gerade die Wallbreakers. So, einen Stern haben wir. Ne, mehr als zwei Sterne können wir uns ehrlich gesagt nicht auf, Leute. Das war aber auch schon von Anfang an klar. Ich meine, guckt euch das an. Wie soll das gehen? So, ich glaube, ich kann hier schon froh sein, wenn ich überhaupt noch den zweiten bekomme. Ja, der zweite wird gerade aber auch stark bedroht. Kommt, dann wird Zeit, die Königs zu plündern. So. Ja, den zweiten Stern haben wir bekommen. Boah, das hing so sehr am Silberfaden, das glaubt ihr nicht, Leute. Boah, ja doch, glaubt, ihr habt es ja selbst gesehen. Boah, mein Herz. Boah, mein Herz. Leute. Wir haben mit einer frischen Tier 9 Armee, wo es eigentlich keinen Unterschied zu Tier 8 gibt, abgesehen von der Queen, haben wir einen Level 100 Tier 9er besiegt. Der von der Verteidigung einfach so weit über mir steht, dass es unglaublich ist. So. Der Manny hat nämlich vorher noch gesagt, ich würde es dir nicht hinkriegen. Boah. Das war vielleicht ein Angriff. Nee, kein Jumpspell. Hier, 3, 4. Boah, mir schwindelig. Dann, wir gucken mal, was der Jan leisten muss. Ansonsten machen wir den einfach. Und der hat Level 97 und... Viel Glück, Jan. Das wirst du brauchen. Wobei hier eigentlich zwei Erdbebenzaubers. Hier. Ne, dann setzen wir am besten den Erdbebenzauber direkt hier. Ja, ne, also ich werde den auf jeden Fall mal machen. So. Oh, wie viel Loot ich hier dann jetzt hätte, wenn ich den machen würde. Na gut, wir warten noch auf Legis Angriff. Wobei hat er den gemacht schon? Nö, wir warten noch auf Legis Angriff und dann wäre die erste Runde vom CW schon mal over. Dann wird der Plan für den weiteren Verlauf gemacht. So, Digix. So knapp. So. Zwei solcher Viecher. Nee, falls jemand Hexe will. Ich kann Hexe noch nicht so richtig verwenden, ohne dass ich die Magie einschränken würde. Ich muss erstmal noch meine Armeelage ausbessern. Dann könnte ich mit Go Witch an. Nee, Go with Wipe angreifen. So. Ja. Hier fehlen noch 12 solche Leute. Jo Leute, dann hatte ich jetzt bis der Fracky gleich angreift mit seinem zweiten Account. Bis gleich. Jo, hallo Leute, hier, ich muss gerade den Cut unterbrechen. Ihr wollten gerade zwei Personen ins Video. Ich hatte dann wieder gerade bis gleich. Jo, der Typ ist anscheinend aufnahmesüchtig. Hier ist nochmal seine Base. Hier, ihr könnt sie jetzt in vollster Pracht sehen. So, bis gleich. Hoffentlich.
So Leute, das ist jetzt der letzte Angriff in dieser Aufnahme. Alles was nachkommt, gehört zur zweiten Kriegsphase und die wird nicht aufgenommen. So, der Mandy sagt schon, ich soll gut aufnehmen. What the fuck, was kann man da falsch machen? Na gut, dann warten wir mal. So. Dann erlockt die Klammerburg. Frank hat Erfahrung. Ja komm, dann gucken wir uns nachher mal selber an. BAM! Wow. Ach ja, schon waren ja nur Bogies. So. Da kommt schon die Riesen. Er ging von der falschen Seite rein. Ich hätte das anders angegangen. Und er hat nicht den Minenwerfer-Rhythmus abgewartet. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Hier noch einen schwarzen Piloten. Jo, dann ich, ja, dann Frankie hast richtig in die Scheiße gekriegt, würde ich mal meinen. Naja, ich werde nachher nochmal drüber rasieren, dann geht's schon. Aber wenn man die Steilzauber hat, dann sollte man prinzipiell nicht im Klangkrieg machen. Ich habe ihn jetzt eigentlich nur mit dem zweiten Count reingetan für. Ist nicht gerade auf. Doch. So. Dann gucken wir uns noch einmal Timo und Summer Base an. Nebenbei übrigens, hier der. Die Missgeburt ist T-Bone. Jetzt auch wenn es sich falsch angehört hat, das war so gemeint, wie es sich anhörte. So. Nee. Egal, ihr wisst, wie ich das meine. Doch. Wobei, es könnte doch ein Freestar werden. Wenn der Frankie ganz viel Glück hat und an sich glaubt, dann wird es vielleicht noch ein Freestar. Wobei, ich habe schon von Kanonen gehört, die mehr ausrichteten als das. Die Kanone greift genau den Falschen an. LOL. Ja, je nachdem, wie schnell jetzt dort das Lager kaputt geht. So, nee, das war's. Ja, ich muss nachher nochmal drüber rasieren, Leute. So, ja, komm her, Frecky. Komm her, muss da nachher noch mal drüber rasieren. Jo Leute, ich würde mal sagen, das war's dann mit der Aufnahme. Hier 30 Minuten, das ist schon ordentlich. So, na, ich hätte nachher vielleicht auch noch was rauscutten, weil ansonsten wäre es wirklich extrem viel zum Uploaden. Nee. Naja, mal gucken. So, je nach Motivation hier zu warten. Ich werde mir nebenbei vielleicht auch noch hier, wie heißt das Spiel nochmal? Ich habe den Namen vergessen, League of Legends installieren und dann gucken wir mal weiter. Weil das, was jetzt kommt, gehört zur zweiten Runde. Das kommt hier nicht mehr rein. Oder wartet, ich könnte noch die Planung von der zweiten Runde aufnehmen. Ich kann und absenden. So. Dann. Jo, dann das Video wäre jetzt zu Ende. Bis dann. Ciao.